Willkommen zu iPhone 24 Audi Karriere. Wir sind hier im sehr verregneten Austin, Texas und das bedeutet tatsächlich, unser Sprint fällt heute quasi ins Wasser, aber dennoch wird es, glaube ich, trotzdem ein sehr spannendes Rennen werden. Also, abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel, lasst unbedingt ein Däumchen rum da und falls ihr neu seid, schaut auch gerne auf Insta und auf TikTok vorbei. Viele, viele Videos kommen da jeden Tag online. 5,5 Kilometer, 20 Kurven, 2 D-Race-Zones. Das ist der Dakota mitten in der Wüste, wo es jetzt gerade regnet. Finde ich auch interessant. Und in der Wüste, egal. Wir springen mal ins Qualifying, das glücklicherweise trocken war. Und das war auch mein einziger Run. Bedeutet also, das ist ziemlich eindeutig, wo wir hier landen, werden wir dann auch im Rennen vermutlich, im Rennen starten werden. Erste Kurve ein bisschen über den Scheitel gerutscht und wir fahren KI99, selbst starten, selbst bremsen. Und jetzt geht's hier in die SS rein, das Herzstück. Das soll die SS aus Silverstone, aber auch natürlich aus Japan sein, Suzuka. Hier kannst du wirklich die Kurven extrem gut schneiden und viel Zeit dadurch gewinnen. Das macht halt wirklich Bock hier. Guter erster Sektor, sehr clean, wenig Fehler und vor allem auch kaum einen Rutscher oder irgendwie einen zu frühen Einlenker gehabt. Der Exit hier, verdammt wichtig, Haarnadelkurve Turn 11. Und dann geht es hier runter Richtung Turn 12. Da ist die Stärke des Audis. Wir sind sehr schnell auf der Geraden. Bisschen spät das DRS geöffnet. Aber ich glaube, das war gerade noch so drinnen. Ja, Windschatten wird es nicht geben von dem Mercedes, der uns da vorne ein bisschen davon fährt. Hier die Kurve könnte man ein bisschen mehr schneiden, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Und es hat tatsächlich gereicht für Purple im Mittelsektor. Jetzt mal den letzten Sektor noch halbwegs hinbringen. Und dann werden wir mal gucken, wo wir starten werden. Hier sehr weit außen, viel Schwung. Dafür kann ich auch früher aufs Gas gehen. Die langgezogene Turn 16 Kurve. Ewig geht die lang hier. Die geht dann hier in diese Kurve, wo immer Track Limits ein Riesenthema sind. Da waren wir jetzt glücklicherweise drinnen. Und ab in die letzte Kurve. Scheitel minimal verpasst. Beim Rausbeschleunigen die ganze Strecke genutzt. Und das wäre jetzt mal vorerst der erste Platz. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und Lando Norris steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, der Professor, Sainz, Fernando Alonso, Hamilton, Perez, Stroll, Russell, Albon, Ocon, Sargent, Tsunoda, Oscar Piastri, Daruvala, Gasly, Ricciardo, Theo Pourchaire, Hülkenberg, Joe, und Valtteri Bottas beginnt das Rennen aus der letzten Reihe. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Hat tatsächlich für P4 gereicht und die zweite Startreihe. Allerdings haben wir natürlich hier gottlose Bedingungen, was das Wetter angeht. Starkregen und das hier auf einer Strecke, die gefühlt ein Rollercoaster ist. Heißt aber jetzt trotzdem mal Focus on und Lights out und let's go. Ab in den Sprint hier in Austin. Wir kommen ein bisschen besser weg als Max Verstappen und noch besser als Lando, der den Start vollkommen vermasselt hat. Ich weiß nur nicht genau, wo ich mich hier positionieren soll und gehe hier lieber mal ein bisschen auf Abstand. Probiere hier innen so ein bisschen den Sneaky Peek und wir gehen jetzt hier also an der Außenseite an Lando. Naja, es ist eine Rutscherei, das ist ein Wahnsinn. Können wir hier mit draufhalten? Ja, da sind wir. Ja, dann muss man den Platz zurückgeben. Der Einzige, der sich jetzt aktuell mal freut, ist Charles Leclerc. Denn der ist natürlich durch dieses Hin und Her schon über 2 Sekunden weg. Und ich habe hier megamäßige Traktionsprobleme. Also das Auto ist gottlos, was den Grip angeht. Also wir haben hier keinen Grip. Ich meine, es ist klar, es regnet. Aber wenn ich von keinem Grip rede, ist es kein Grip. Ich muss hier wirklich teilweise 4-5 Mal in die Kurve einlenken. Und habe trotzdem beim Exit einen unfassbaren Oversteer. Wir blicken noch einmal hier auf die Start-Replay und Charles Leclerc hat das ziemlich gut gemacht. Lando Norris, ja, vermutlich das Schlechteste von den ersten 4 Leuten hier. Also, wow, auch hinten der Alpine sehr, sehr gut gestartet. Hat er gleich mal direkt den Oscar Piastri. Da kracht auch Norris ein bisschen in Verstappen rein und drängt ihn da so ein bisschen neben die Strecke. Und wir können da außen, ja, glücklicherweise, durch dass wir hier wirklich stahleisern dran geblieben sind, musste der so ein bisschen die Kurve cutten und hat uns dann den Platz zurückgegeben. Und ja, das war gut gelöst, würde ich fast sagen. Auch wenn das Auto hier wirklich viele Probleme hat. Wir springen hier in die erste Runde und wir sehen, ja, ich habe hier den Scheitel minimal verpasst und die Chance nutzt hier Lando Norris direkt aus. Geht hier an der Innenseite vorbei. Ich versuche hier außen dran zu bleiben, aber
Ja, nix da. Der hat schon sein Fußgefühl in der Tür drin und da kann ich jetzt auch nicht mehr viel machen. Aus der letzten Kurve raus probiere ich wenigstens mit EOS da dran zu bleiben, dass wir eventuell Richtung, ja, Turn 1 dann in Move setzen können. Aber das funktioniert nicht. Der deckt ja an der Innenseite ab. Wir probieren hier so ein bisschen den Curb zu schneiden, aber nein. Oh, der Schwanzel aber auch ordentlich. Aus der Kurve raus hier Lando Norris. Aber jetzt beginnt die Rutscherei wieder. Oversteer und der ist schon über eine halbe Sekunde weg. Es ist ekelhaft ein bisschen, wie sich das Auto hier anfühlt. Ich probiere hier tatsächlich alles aus, aber anscheinend ist es auch wirklich das falsche Setup. Ich habe das Trocken-Setup einfach übernommen, weil ich mir dachte, so, am Ende des Rennens wird es vielleicht eh trocken werden, aber nein. Also das war tatsächlich Satz mit X. Das war einfach nur ein Blame. Das ist einfach nur eine beschissene Idee gewesen und einfach nur ganz dumm und unnötig hier. Wir sehen das Ganze noch einmal. Norris zieht jetzt hier auch an uns davon, an dieser, ja, Turn 12 Kurve, wo es ihm ja das Podium gekostet hat in diesem Jahr. Aber das ist jetzt mal eh egal. Ich weiß nicht, was im Regen los ist, aber ich weiß auf jeden Fall, so wird das heute nichts mit einem Podium. Also wir müssen eindeutig die Strategie im Rennen ändern, auch wenn ich hier, ja, so noch Max Verstappen hinten halten kann. Wir sind in der dritten Runde und Charles Leclerc ist tatsächlich jetzt schon 6 Sekunden weg und auch Lando Norris ist über 2 Sekunden weg. Die fahren da in der eigenen Liga. Ich kann einfach diese Pace nicht mithalten. Es ist ein Herumgerutsche. Ich meine, ich versuche wirklich so sanft wie möglich einzulenken und ich rutsche trotzdem mit einem fetten Oversteer aus der Kurve. Gehe auch nicht mal mehr voll aufs Gas aus den Kurven raus und bin hier quasi der Zugführer. Also Max Verstappen, Carlos Sainz und viele, viele mehr sind meine Waggons und das war ein Riesenfehler, der mir auf der Geraden eventuell teuer zu stehen kommt, weil wir jetzt freiwillig sind. Jetzt geht's also hier rein, die Kurve nur nicht verkacken, der Exit war okay, ganzen Curb genutzt, ERS wird jetzt natürlich auch verbraucht, auch wenn viele von euch sagen, das bringt im Regen gar nichts, doch, doch, das bringt schon im Regen was. Allein für meinen Kopf bringt das was, ja, Verstappen kann ich aus eigener Kraft auf der Geraden glücklicherweise nicht vorbeikommen. Der wird also eher einen Move wie Norris versuchen. Das bedeutet für mich clean fahren. Ich muss jetzt nicht allzu schnell fahren, aber wir sollten es schaffen, kaum einen Fehler zu machen. Denn sonst hält er da irgendwo rein. Auch hier wird er versuchen, vielleicht irgendwann mal die untere Kurve zu fahren. Jetzt noch nicht, also noch zu weit weg mit einer halben Sekunde. Also ihr seht, es ist sehr, sehr schwierig. Wir gehen hier in die 5. Runde. Der Regen hat ein wenig nachgelassen. Und Max Verstappen ist jetzt dran. Persönliche Bestzeit 48,7. Also das ist crazy. Jetzt kommt Max Verstappen, aber das reicht noch nicht. Wir bremsen hier an. Glücklicherweise nicht zu spät. Der Exit hier wichtig. Und wir gehen runter. Erneut in die SS rein. Die da vorne sind jetzt schon über 10 Sekunden weg. Das ist crazy. Also Norris und Leclerc in der eigenen Welt. Aber das hat sich auch ein bisschen eingependelt, muss man sagen. Weil es waren ja schon mal 8 Sekunden oder so. Also das hat sich eindeutig eingependelt, aber das Auto ist nicht renntauglich, wenn solche Bedingungen sind. Jetzt beginnt natürlich so ein bisschen dieses Gambeln. Reicht's mit dem Reifen, aber wir sind in der 7. Runde und ihr seht, es sollte reichen. Verstappen hält hier drauf und wir bekommen eine Kollisionswarnung. Das müssen wir uns dann nochmal angucken, weil ich habe an und für sich nur abgedeckt und da kam es, glaube ich, nicht mal zu einer richtigen. Es war vielleicht Radarnrad, okay. Beim Einlenken, das willst du gar nicht. Wenn das passiert beim Einlenken, 17 Sekunden. Also Charles Leclerc hat uns da die Hosen ausgezogen. Aber auch mal Lando Norris, der ja eigentlich nach dem Start sogar hinter uns war, hat uns jetzt hier mit über 12 Sekunden abgezogen. Jetzt heißt es wirklich nur noch überleben. Ich halte das halbe Fahrerfeld hinter mir. Perez hat versucht, auf ihn das zu gehen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Wir blicken hier, das war in der 5. Runde. Da konnten wir außen, auch wenn Norris hier, Verstappen hier versucht, wirklich lang auf der Bremse zu bleiben. Das habe ich mir dann nicht gefallen lassen. Und jetzt springen wir dann direkt, ja, guckt euch das mal an, diese Herumgerutscherei hier. Das war eine ähnliche Situation wie gegen Lando vorhin. Aber diesmal war ich halt nicht so dumm. Und wir gehen dann hier Richtung, das war so die Verwarnung. Ein Rad an Rad Berührung hier. Ja, gut. Dann bin ich halt schuldig. Es geht hier in die letzte Kurve rein. Norris holt die schnellste Rennrunde in der letzten Runde, Alter. Und das, ja, wird Sekunden schneller sein als meine hier. Ich habe es geschafft, immerhin hier den 3. Platz einzufahren, auch wenn das wirklich ein katastrophaler Sprint war. Also ich bin mehr als zufrieden, dass wir die Jacket Flag erreicht haben, weil das ist tatsächlich eine Leistung. Ich bin da wirklich nicht stolz drauf.
Es war mühsam und wir hatten gar keine Chance gegen die Konkurrenz. Also wenn wir nicht so gut qualifiziert gewesen wären, wäre das nicht drin gewesen. Jetzt springen wir also hier zu unserem Sunset oder zu unserem Skyfall. Letzten Run. Eine Minute sinkt noch auf der Uhr und wir gehen rein. Erste Kurve erneut ein bisschen weit gerutscht. Der erste Versuch war eine 1,31,5 und hat uns auf den 5. Platz gebracht. Jetzt heißt es natürlich noch mal ein bisschen verbessern. Durch DSS durch, links, rechts, links und erneut die Rechtskurve. Zack, hier Vollschwung mitgenommen. Persönliche Bestzeit, 79.000, so schneller als Max Verstappen. Und hierauf nur nicht zu früh aufs Gas. Zack, den Körper voll schneiden. Und da gewinnen wir erneut 60.000stel und gehen jetzt runter Richtung Haarnadelkurve. Wann bremsen wir hier? Zu spät. Na, es war noch okay. Beim Rausbeschleunigen den Körper mitgenommen. Aber die Zeit sagt, vorheriger Versuch war ein bisschen besser tatsächlich. 17.000stel sind wir hier also im Plus. Das ist immer noch eine gute Zeit. 1.000stel zeitgleich. Also da haben wir bis jetzt noch nicht viel Zeit gewonnen, aber auch noch nicht viel verloren. So, Körb innen drüber. 152.000stel schneller als Max Verstappen. Jetzt hier rein in die enge Sektion, vor allem aber auch in diesen kurvigen Sektor, wo du viel Zeit verlieren, aber auch gewinnen kannst. Es geht also hier in die langgezogene Kurve mit 2 Zehntel Vorsprung. 1,5 und hier einmal kurz lupfen. Oh, der Körb erwischt. Und der kostet hier über 1/10. Das war absolut Dogshit. Und wir gehen hier mit einem Minimalvorsprung von 50.000stel rein. Das tut ein bisschen weh und das wird sich auch her, 9. Platz. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Russell, Perez, Norris, Stroll, Verstappen, der Professor, Fernando Alonso, Albon, Tsunoda, Ocon, Daruvala, Gasly, Oscar Piastri, Sainz, Hülkenberg, Theo Pourchaire, Joe, Sargent, Ricardo und Valtteri Bottas beginnt das Rennen aus der letzten Reihe. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Es ist eine Weile das her, dass wir zusammengearbeitet haben. Das war absolut nicht das, was ich mir hier vorgestellt habe. Aber muss auch mal sein, ein kleiner Fehler kann hier wirklich vieles bedeuten. 2-Stop-Strategie bei 20 Runden, die wird doch keiner machen, diese Strategie. Jetzt sind wir also im Hauptrennen, diesmal von P8 und wir starten rein. Lights out und let's go, Leute. Wir kommen erneut besser weg als Max Verstappen. Aber diesmal war die Konkurrenz da vorne unfassbar stark und unfassbar schnell. Lando Norris hier weit hinten und der Williams holt hier aus und kürzt die ganze erste Kurve ab. Kein Plan, was der Bre hier vorhat, aber können wir hier auf Skyfall-Basis wenigstens innen durchgehen? Ja, das reicht. Und erneut die Situation mit Norris. Den fertigen wir aber jetzt diesmal mit mehr Schwung ab und wir sind auf dem 6. Platz vorgefahren. Perez, Russell und viele, viele mehr sind dann der Vorderseite. Ich sehe da auch schon wieder einen Stroll. Warum ist hier ein Stroll bitte? Und warum fährt er auch noch immer noch in der 2. Season hier in der Formel 1? Egal, weil Daddy wahrscheinlich bezahlt. Jetzt könnten wir uns hier Perez zurechtlegen und das funktioniert, der lässt die Tür offen. Wir schneiden den Körb und gehen auf den 5. Platz vor. Ich bin ein bisschen mit Aggression hier und merke auch, im Trockenen ist so viel Grip da. Im Trockenen macht es halt einfach viel mehr Spaß. Norris, was habe ich denn mit Norris? Perez kommt jetzt wieder näher. Wir blicken auf die Start-Replay und da konnte sich Leclerc erneut durchsetzen. Die Pole, die 2. Pole, der Sprint-Sieg und ist jetzt wieder der Sieg drinnen. Also Leclerc, eine einsame Klasse. Leclerc ist wirklich verdammt stark. Und der ist, wow. Also die letzten Rennen hat er keinem anderen eine Chance gelassen. War da schon ein Fahrer von der Strecke drängen? Ich bin mir da unsicher. Ja, die Kamera auch interessant auf jeden Fall. Und wir kommen dann hier irgendwann als 5. raus. Gegen Perez, das war eigentlich geschickt gemacht. Weil der halt nicht damit gerechnet hat, dass wir hier quasi ihn da, ja, Dive-Bomben würde ich jetzt fast nicht sagen. George Russell, Lance Stroll und wer ist der Vorderste? Lewis Hamilton haben wir eine Gruppe gebildet, bevor sich dann, ja, erneut Leclerc da fast da vorne macht alleine. Also der ist weit abgeschlagen hier schon. Der ist ein Wahnsinn, dieser Aston Martin, oder ist es Leclerc an sich? Ich weiß es nicht, also... Dieser Leclerc ist verdammt schnell und dieses Auto
schaut echt unfassbar stark aus. Ein Stroll kommt aber nicht an Hamilton vorbei. Das ist dann wahrscheinlich eher wieder Skill-ish, würde ich fast sagen. Russell hier, wir gucken uns das natürlich mal ein paar Kurven an und schauen mal, was wir machen können. Denn es wird auch auf der langen Geraden DRS geben. Also ich werde mich jetzt nicht allzu anstrengen, in den ersten hier ihn zu überholen oder irgendwie in Bedrängnis zu setzen. Weil auf der Geraden ist es dann eh viel einfacher, wenn wir den Heckflügel aufklappen dürfen. Hier durch den ersten Sektor durch und leichter Rutscher drinnen. Erneut ekelhaft, wenn das passiert. Und das ist leider so ein bisschen die DNA des Autos geworden. Viele Oversteers, aber auch generell ein sehr schwer zu setupen des Autos. Also ich finde nie das richtige Setup, damit ich mich wohlfühle und vor allem auch damit ich nicht herumrutsche. Das macht halt die Arbeit sehr, sehr schwierig, wenn du eine Stunde oder so an einem Setup arbeitest und dann trotzdem, sagen wir mal, eher unzufrieden bist. Wir saugen uns jetzt hier an George Russell dran, an der Pace liegt es nicht, weil wir sind verdammt schnell. Und können wir uns jetzt hier auch als Erstpräsident? Jetzt geht es noch nebeneinander rein, hier Purple im Mittelsektor. Und da haben wir jetzt die Nase vorne und das reicht. Wir übernehmen hier den vierten Platz. Was für ein Rennen bis jetzt. Und auch Stroll, der kann zwar mit Hamilton mithalten, kann aber wiederum sich nicht von Hamilton oder gegen Hamilton durchsetzen. Was für uns natürlich die ganze Arbeit hier umso spannender macht. Charles Leclerc wird gleich die schnellste Rennrunde fahren, ist jetzt schon durch die letzte Kurve durch. Und bam, da ist sie auch. Eine 1,33,8. Aber auch wir sind dann nicht so schlecht, 13 nur langsamer. Also aktuell können wir die Pace von der Spitze, beziehungsweise von dem Führenden halten. Mit einer 13 Differenz, liegt aber vermutlich auch an diesen Kurvenfight damit Russell, wo ich nicht optimal rauskommen habe können. Aber auch natürlich bekam ich das DRS, was er nicht bekommen hat. Jetzt einmal zurück zum Geschehen hier. Ich muss halt wirklich an Lance dranbleiben, denn das könnte sonst bedeuten, dass wir auf der Geraden wieder von Russell aufgefressen werden. Vierte Runde und wir sind jetzt hier näher dran als jemals zuvor. Könnte es auf der Geraden funktionieren? Guter Exit hier und er schwanzelt schon ein bisschen das Troll, aber trotzdem hat er einen tollen Exit. Und wir dürfen jetzt auch den Heckflügel aufklappen. Hier, es wird wieder abgedreht. Na, vielleicht sollten wir es noch einmal kurz dazu drehen. Jetzt soll es reichen. Wir saugen uns hier an Stroll dran. Aber da könnte jetzt... Ja, ich weiß nicht. Der will drüber zucken, obwohl er sieht, dass ich hier rüber fahre. Es reicht hier, um Lance Stroll zu übertaken. Wir sind auf Podiumskurs, Leute. Der Nord auf dem dritten Platz. Versetzte Linie zu Lewis Hamilton. Ein bisschen mehr Schwung mitnehmen. Hier rein in die Kurve. Nur nicht zu früh aufs Gas steigen. Und wir bleiben auf dem dritten Platz. Hamilton auf 2 und Leclerc nur 2,9 Sekunden weg. Aber das auch nach nur 4 Runden. Das ist dann echt schon eine Ansage an alle hier. Zack, leichter Quersteher wieder beim Einlenken. Ekelhaft. Und der Blick noch einmal auf die Replays. Da sind wir in Runde Nummer 4. Und das war auch dieser Quersteher, den wir da gerade hatten. So, lala. Es geht in Runde Nummer 5 rein. Wir dürfen das DRS aufklappen. Aber dürfen uns auch hier keinen Fehler erlauben. Auf der langen Geraden könnte es tatsächlich ein easy Spiel werden, weil Hamilton ja kein DRS hat. Wir sollten es aber trotzdem versuchen, hier dran zu bleiben. Ja, 15, glaube ich, ist so ein bisschen diese Spazi, glaube ich, sagt man. Keine Ahnung, hört sich ein bisschen falsch an, aber diese Range, so glaube ich, ja, ist so ein bisschen diese Range, wo man sagt, so halbe Sekunde, könnte es funktionieren. Jetzt sind es 6 Zehntel. In der Kurve müssen wir ein bisschen zaubern, weil auch Stroll jetzt nur noch 3 Zehntel hinter uns ist. Der wird das DRS bekommen. Wir kommen hier gut raus aus der Anabel. Sind jetzt nur, 6 Zehntel. Dürfen das DRS aufklappen und saugen uns hier langsam dran. Das könnte knapp werden gegen Lewis Hamilton hier. Wo gehen wir hin? Der zuckt links. Dann müssen wir an die rechte Seite gehen. Und das wird nicht funktionieren. Sonst passiert hier das gleiche wie gegen Max Verstappen und Lando Norris. Wir setzen uns dahinter wieder. Kostet natürlich ein bisschen Zeit. Leclerc kann sich da vorne frei fahren. Aber auch Stroll kommt wieder näher dran. Das wird jetzt eine echt intensive Sache werden gegen Lewis Hamilton. Aber ein, zwei Runden kann man sich da schon Zeit lassen.
Jetzt, Leute, wir saugen uns ja noch näher dran. Lewis Hamilton moved erneut nach links. Wir gehen rechts, haben hier den Überschuss. Aber der hält hier an der Innenseite drauf. Den Switch reicht's nicht. Da hat er einfach noch zu viel Grip in Runde Nummer 6. Und wir müssen uns wieder hinten anstellen. Das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Jetzt geht's auch schon in die Zeit rein, die uns das Ganze kostet. Ja, eine Verwarnung, das nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Und wir sind 4/10 hinten. Da hinten scheidet jemand, das war keine Verwarnung, das war die Nachricht, dass der Ferrari ausgeschieden ist. 7. Runde, Leute. Erneut in einer Haarnadelkurve. Es geht erneut auf die lange Geraden. Und wir sind nur noch 3/10 hinter Lewis Hamilton. Kann das jetzt endlich funktionieren? Der Überschuss ist da. 333, 34, 37. Jetzt reicht's auch. Wir bremsen vor ihm und können uns hier somit an den 2. Platz vorsetzen. Es hat kaum Zeit gekostet, was natürlich gut für uns ist. Aber jetzt wird es auch schwierig werden, den hinten zu halten. Denn jetzt sind wir quasi Hamilton. Wir haben jetzt kein DRS. Und wir müssen es jetzt hier aus eigener Kraft irgendwie vorne halten können. Und ja, Leclercs Pace, die scheint echt unnormal krass zu sein. Der ist verdammt schnell. Der ist extrem wendig. Und vor allem auch kann der eine Runde nach der anderen natürlich frei fahren. Ohne Dirtier und jenes. Wir haben es nicht geschafft. Nur ansatzweise da dran zu kommen. Probieren jetzt mit 2,5 Sekunden Rückstand einen Undercut, der vermutlich nicht funktionieren wird. Aber die Reifen sind sowieso durch und jetzt können wir es halt versuchen. Mit uns rein kommt tatsächlich niemand. Also wir sind der Erste dieser Gruppe, der es jetzt hier auf einen Undercut off ansieht. Jetzt also hier auf den frischen Satz, 2,3 Sekunden, starke Standzeit der Box. Und da ganz hinten kommt dann noch Fernando Alonso McLaren, der mit dem weißen Reifen angefangen hat. Wir fallen hinter die beiden Stabilo-Stifter zurück. Das ist natürlich auch ja, eher Mord. Das will man nicht unbedingt gegen die Kicks sauber. Man weiß halt, die sind verdammt langsam. Jetzt probieren wir es hier. Guan Yu Zhou ist der erste Stabilo-Stift aus der Kurve raus und direkt kein Grip. Das ist natürlich absoluter Worst Case, wenn du da rauskommst und keinen Grip hast. Wir gehen hier an den Stabilo-Stift Nummer 1 dran. Reicht es hier, um in die Kurve reinzugehen? Ja, Mann, wie spät moved er denn? Aber jetzt lassen wir ihn da ein bisschen zittern und übernehmen den 19. Platz. Gucken wir uns das Ganze noch einmal an, Runde Nummer 9. Und da saugen wir uns langsam dran. Aber das war mir auch klar, wir sind nämlich auch in der Tabelle schon vor denen. Also da brauchen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Und der macht das auch fair, weiß halt auch ganz genau so, Bro. Der war schon an der Stabilo-Stift Nummer 2 und der geht nun an die Box. Jetzt haben wir eine nächste Kampfgruppe vor uns mit Daniel Ricciardo. Ich glaube, das ist auch Yuki Tsunoda und ein Haas. Also das kann auch spaßig werden. Vorneweg fährt nach wie vor ein Aston Martin und ein Red Bull, glaube ich, ist das. Aber warum ist, wo ist Leclerc? Achso, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, da vorne ist er schon. Der war schon an der Box, Leclerc. Das ist natürlich nicht so schön. Der war, ist schon 2 Kurven weiter vorne. Und jetzt haben wir hier einen Premium-Blick. Sergeant gegen Puscher. Wir gehen hier an der Innenseite, machen den Ciano-Cut. Da gibt es die leichte Berührung von Puscher. Und wir gehen hier an der Innenseite und machen den Double-Switchback, Leute. Also so ein Manöver kannst du wirklich nur gegen 2 Lost-Idioten machen. Sorry für den Ausdruck, aber... sowas kannst du halt nur machen gegen 2, die intensiv in dem Fight drin sind und quasi nicht auf einen 3. achten wollen oder können. Wir gehen also hier jetzt auf eine echt starken 11. Runde rein und sind schon auf dem 7. Platz. Nun sind auch die restlichen Jungs an der Box und da wird sich jetzt mal zeigen, wie weit oder wie nah wir jetzt an Leclerc dran sind. Und das sind tatsächlich über 2 Sekunden, die wir all in all verloren haben auf ihn. Also hat er uns overcutted quasi? Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Ich frage mich sehr viel. Eins ist natürlich gut, dass wir jetzt über eine Sekunde an Hamilton weg sind. Also haben jetzt natürlich auch schon die eingefahreneren Reifen. Am Schluss wird es dann schwierig werden. Aber das Gute ist jetzt tatsächlich, dass wir jetzt an diesem Punkt haben wir aktuell mal den besseren Reifen und vor allem auch den Vorteil, dass es kein DRS gegen uns gibt, sondern nur für uns. Da blicken wir jetzt noch einmal auf diesen Double Move. Es geht durch die SS durch. Ich war nah an Ricciardo dran, hat aber wirklich ewig gedauert, um sich hier
an dieser Kampfgruppe da vorbeizuarbeiten. Das war gut, late move. Lässt die Kurve zu tatsächlich, weil sie ja halt noch riesig ist. Und auf der langen Geraden konnten wir dann uns auch dran saugen. Da sehen wir das Ganze auch. Die sind hier im intensen Fight, so ist das Wort. Und ja, hier probieren wir es an der Innenseite. Scheitern aber tatsächlich am Hinterreifen von Boucher und am Heck von oh mein Gott, die fahren da ineinander. Das ist auch eine weirde Sache und scheitern da tatsächlich auch am Heck. Aber das reicht jetzt mal. Purple im ersten, grün im zweiten. Wir sind auf Kurs. Schnellste Rennrunde. Ab durch die letzte Kurve durch. Gut gefahren. Und tatsächlich, 1:33.6, die reicht mal, um vorerst die schnellste Rennrunde zu holen. Wir können uns damit auch von Lewis Hamilton absetzen. Es reicht halt aber auch nicht, gegen Leclerc hier irgendwas anzusetzen. Der Mann fährt so konstante und sauschnelle Runden. Ich kann hier mir wirklich nur die Zähne ausbeißen. Er ist unfassbar stark und unfassbar schnell. Es ist, ja, wie wenn er in der eigenen Welt hier fährt. Es war im Sprint schon so. Jetzt im Rennen ist es nicht mehr so deutlich, aber im Trockenen wollte ich sagen, ist es nicht mehr so deutlich. Aber es reicht halt hier wirklich nicht annähernd. Ich probiere halt wirklich alles, schneide die Kurven gerade noch so, dass es gerade noch fair ist. Aber ja, hier guckt euch das mal an. Ich schneide die Kurven so, dass es gerade noch fair ist. Und trotzdem komme ich nicht annähernd an Charles Leclerc dran. Das zeigt dann halt schon, was für eine unfassbare Pace dieser Aston Martin hat. Es war schon in den vergangenen Rennen so und gerade auch im Sprint, da hat er uns alle nass gemacht. Bis auf Norris hatte da keiner eine Chance. Wobei ich hatte keine Chance, muss man sagen. Und das geht hier also in die letzten Kurven rein, bevor wir dann nur noch mehr drei Runden haben. Und ich glaube auch nicht, dass da mehr ein Wunder passiert tatsächlich. Wir müssen es also hier akzeptieren. Ich versuche halt wirklich, Lewis hinten zu halten und einen starken zweiten Platz mitzunehmen. Da bin ich wirklich mehr als zufrieden, denn in der Konstrukteurs-WM ist das hier zwar blöd für uns, weil wir weit hinter dem Mercedes und hinter dem Ferrari und Red Bull sind, aber es hilft halt tatsächlich gegen Red Bull und den Aston hat uns zwar überholt, aber all in all holen wir Fettpunkte auf Red Bull auf und das ist halt auch genau das, was ich noch will in den letzten paar Rennen, die uns dann noch fehlen. Morgen oder übermorgen steht dann Portugal an. Das wird auch eine ganz spannende Sache. Und wir beenden das Rennen hier auf dem dritten Platz. Und ich glaube tatsächlich, auf dem zweiten Platz. Und ich glaube wirklich, dass das Maximum war. Also wenn wir uns vielleicht nicht so lange Zeit gelassen hätten mit den anderen Overtakes oder eine bessere Quali-Pace gehabt hätten, wäre da mehr drin gewesen. Aber an und für sich bin ich wirklich mehr als zufrieden mit dem zweiten Platz. Leclerc, was für ein Rennen, was für ein Sieg, er gewinnt. Das sind 4 Rennsiege in Folge, Sascha. Da hat jemand die Meisterschaft fest im Griff und die anderen müssen kämpfen, wenn sie das noch verhindern wollen. Es ist an der Zeit, den Top-Fahrern die Pokale für den heutigen Grand Prix zu überreichen. Im Fahrerlager sind eine Menge Leute sehr glücklich mit diesem Resultat. Aston Martin steht heute ganz oben. Was für ein tolles Ergebnis. 33 Punkte von Charles Leclerc. Wir nehmen mit 6 aus Sprint und 19 aus dem Rennen. 25 Zähler und natürlich auch der Punkt für die schnellste Rennrunde. Also da bin ich wirklich mehr als zufrieden. Wir holen hier in der WM gut Punkte wieder. Sind auf dem dritten Platz vor Leclerc, der aber auch immer näher kommt. Und Aston, ja, der sind halt jetzt leider schon über 30 Punkte vorne. Das wird eine harte Nummer werden, die noch reinzuholen. Ich meine, bei Aston waren halt beide auf starkem Niveau. Bei mir, ja, 1,5 Piastri, noch keinen Punkt geholt. Da bin ich aber auch echt etwas enttäuscht, weil ich habe mir von dem mehr gewünscht. Straffrei. Wir gehen hier also mit 7:9 so ein bisschen in Rückstand. Aber ja, was soll ich denn auch? Leclerc ist, glaube ich, gerade aktuell in seiner zweiten Prime-Phase. Den noch einmal einzuholen, das wird eine fast impossible Challenge werden. Für heute soll es das aber mal gewesen sein.
Wir haben uns hier einen Sponsor gesucht. Guck mal, wo die ganzen Klebesachen noch passen. Aber ich würde mal sagen, für heute war das echt ein sehr erfolgreiches Rennen. Ich bin unfassbar proud auf das Auto, auf das Team und vor allem auch auf die Leistungen, die wir gerade zum Schluss bringen konnten. Und ja, in ein paar Abteilungen sind wir sogar schon nicht mehr die letzte Kraft. Morgen oder übermorgen geht es dann nach Portugal, bevor wir dann ins Saisonfinale nach Katar gehen. Das war ja die 16 Season. Ins nächste Jahr wird es dann wieder die 24 geben. Für heute war es das mal. Vielen, vielen Dank. Im Motor gibt es auch noch was abzugraden, aber es geht sich gerade nichts um die Punkte aus. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Abonniert gern kostenlos den Channel. Lasst ein Däumchen rum da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links immer alle unten in der Bio. Danke für euren Support und bis später.